Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem PR-Bates YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich sitze gerade im Schlauchboot. Das ist das 260er Schlauchboot von uns. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt meine Routen neu lege, möchte ich mal auf meine Ausrüstung hier im Schlauchboot eingehen. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant. Fangen wir an. Das Wichtigste, egal welches Schlauchboot, ob 210, 260, 320, Schwimmweste, rettet Leben, ziehe ich jetzt nicht an, weil ich jetzt einfach nur im Boot sitze, um euch die Ausrüstung hier zu erklären. Aber wenn wir dann natürlich rausfahren, ganz wichtig, anziehen. Dann fangen wir mal vorne im Bug an. Ich habe die Abhackmatte mit Wiegeschlinge drin, wenn ich dann draußen beim Drillen bin, dass ich direkt, wenn der Fisch gekeschert ist, hier reinlegen kann und dann zurück ans Ufer fahren kann. Natürlich auch noch der Kescher, ob quadratisch, eckig, rund oder sonst was, scheißegal. Hauptsache der Fisch kommt rein. Dann hier die verschiebbare Sitzbank, kann man dann auch mal rausmachen zur Not oder einfach verschieben, wenn man zu zweit im Boot ist. Funktioniert ohne Probleme. Hier zu meiner linken Seite stehen zwei kleine Eimer. Im Eimer befinden sich die Boilies, mit denen wir hier auch angeln. In dem Fall ist es jetzt saure Biene und Baitmaster, schon fertig vorbereitet in verschiedenen Größen, um einfach die Fische nicht misstrauisch zu machen, dass einfach verschiedene Größen am Spot liegen und wir mit einem 24 mm Hakenköder in dem Fall angeln können. Dann hier vorne geht es weiter. Hier ist mein Deicheimer. Verschiedene Deichkrümel, Feedgrade Fischdeich. Gerade jetzt auch zur kälteren Jahreszeit perfekt geeignet, weil er sich einfach sehr schnell auflöst. Aber natürlich auch im Sommer oder im Frühjahr Jahreszeit spielt keine Rolle. Boiledeich ist eigentlich bei mir immer am Start. Dann haben wir hier auch noch eine, ich nenne sie immer so schön, die Dubberschachtel von uns. Da befinden sich die Hakenköder drin und Bob-Ups, die ich auch am Haken angel. Hier auch noch unser Bait-Attraktor-Spray. Da sprühe ich dann einfach nochmal zwei, drei Stöße auf den Hakenköder ein, bevor ich die Rute wieder auf den Grund lasse. Dann geht es weiter. Deckelbox, ganz wichtig. Der ein oder andere kennt es bestimmt. Man ist auf dem Wasser draußen, man drillt. Man bräuchte eine Schere, man bräuchte eine Beulennadel, man bräuchte vielleicht ein neues Rig. Hier ist alles drin, alles wasserdicht verpackt. Einfach nur aufmachen. Wie gesagt, befindet sich alles drin. Unsere Haken, Vorfachmaterial, Feuerzeug auch ganz wichtig. Und hier die Beulennadel. Ladekabel fürs Handy brauchen wir jetzt hier aber nicht auf dem Boot. Dann geht es weiter. Echolot, wir haben hier ein Kombigerät von Lowrance, bestehend aus Echolot und GPS. Problem ist einfach, der ein oder andere kennt es bestimmt auch, man ist auf dem Wasser draußen, man setzt die Haarboje, man setzt die Stangenboje, man kriegt den Fisch drauf und der Fisch dreht sich um die Haarboje, die Boje ist versetzt. Versetzt vielleicht auch deswegen, wenn Wind und Wellen auf dem See sind. Dann findet man den Spot nicht mehr, muss man sich mühsam die Arbeit machen, muss wieder hinfinden. Wir haben ein GPS, wir fahren einfach raus, speichern es ein und können zu jeder Tageszeit wieder an den Spot finden. Echolot haben wir gerade abgehandelt. Jetzt natürlich noch das Wichtigste, der Motor. Immer eine freie Hand für die Rute, um auch den Motor zu steuern. 65 Lips, ob für Frankreich oder für hier in Österreich, Deutschland, in ganz Europa eigentlich einsetzbar. Wird betrieben mit unserer Durabox, 12,8 Volt. 80 Amperestunden reicht ungefähr für eine Woche bis anderthalb Wochen, je nachdem natürlich auch, wie weit man die Ruten legt. Aber eine Woche sind wir bisher immer ohne Probleme ausgekommen. Ob ich alleine oder auch jetzt zu zweit, ohne Probleme. Dann haben wir noch ein weiteres Gadget mit an Bord. Eine Unterwasserkamera. Waren wir gestern zum Beispiel draußen und vorhin auch. Wir haben unsere Futterplätze gecheckt. Es war kein einziger Boilie mehr draußen. Nur unsere Rigs liegen noch komischerweise. Drum, wir werden jetzt gleich unsere Ruten nochmal neu legen. Und damit kann man dann auch perfekt auch die Unterwasserstruktur oder auch den Grund sehen. Auf der Durabox liegen noch Bleie,
Wenn man das Vorfach tauschen will oder die Montage abgerissen ist, kann man direkt ein neues Vorfach hinbinden. Und ganz wichtig, ein Leatherman, wenn keine Schere zur Hand ist, wenn man mal irgendwie was durchschneiden muss oder ähnliches. Oder Zange, wenn man den Haken vom Fisch rausmachen will. Normal geht es ja auch ohne Zange, aber sagen niemals nie. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier meine Ausrüstung im 260er. Die gleiche Ausrüstung habe ich auch im 320er Boot. Habe ich natürlich nach vorne noch etwas mehr Platz. Und eigentlich fehlt jetzt nur noch der Anker. Den habe ich jetzt aber hier nicht dabei. Anker, ganz wichtig. Der ein oder andere kennt es an den nordfranzösischen Stauseen. Gerade im September, Oktober, wenn richtig Wind und Wellen auf dem See sind, ist es natürlich sehr schwierig, mit einer Hand die Rute abzulegen und mit der anderen Hand den E-Motor zu steuern und gleichzeitig noch aufs Echolot zu schauen. Einfach Anker schmeißen, dann kann man ohne Probleme und ganz in Ruhe die Rute legen. Die Rute ist abgelegt, Anker kommt rein und man fährt wieder zurück zum Spot. Das ist die ganze Ausrüstung, die ich hier verwende und auch in Frankreich, egal wo. Jetzt legen wir die Routen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt zu unserer Bootsorganisation, schreibt gerne in die Kommentare drunter oder schreibt uns eine E-Mail. Wir sind raus. Bis bald.